Was 91,1% aller YouTube-Kanäle nicht schaffen. Unter den 114 Millionen YouTube-Kanälen, die heute existieren, gibt es ungefähr ein bisschen mehr als 8 Millionen, die über 1000 Abonnenten erreichen. Und dank euch sind wir nun einer davon. Deswegen sagen wir erst einmal vielen lieben Dank für 1000 Abos. 1000 Bussis auf 1000 Bauchis für 1000 Berlis. Und als Dankeschön gibt's auch was für euch, unter anderem dieses schicke Melodyne. Und wie das geht, zeige ich euch gleich. Aber zuerst nehme ich euch auf eine kleine Tour mit. Wir werfen heute einen Blick hinter die Kulissen und schauen uns auch an, wie wir die 1000 Abos geknackt haben. Also, los geht's! Jahoi, hallo! Wir sind ein kleines Musikstudio mitten in Niederbayern im schönen Labertal. Jemanden, den ihr nie vor der Kamera seht oder sehen werdet, ist Daniel, der Chef und mein Partner im Crime und Live. Der hat genug mit anderen Sachen zu tun und überlässt den YouTube-Kanal vollständig mir. Ist also alles hier mein Ding. Ich mache aber nicht nur diesen Kanal hier, sondern begleite auch unsere Kunden bei Aufnahmesessions und ich mische auch viel ab. Natürlich nutzen wir dafür Cakewalk. Und zukünftig vielleicht auch Sonar. Mal gucken. Die Videoaufnahmen passieren überwiegend hier in unserem Aufnahmeraum. Der ist ohnehin akustisch optimiert, zum Ausleuchten ist auch schon alles dabei und er ist absolut schalldicht. Vor allem letzteres ist in einem so kleinen Dorf wie hier unglaublich wichtig. Wären wir nicht so schallisoliert, ihr wisst ja nicht, wie viele Aufnahmesessions wir schon hätten abbrechen müssen, weil wieder irgendein Hund bellt, eine Katze miaut oder alle Viertelstunde rund um die Uhr eine Kirchenglocke macht. Anfangs haben wir hier über dieses Mikro hier mit aufgenommen, aber das war mit der Zeit immer so ein bisschen stressig. Es musste dann hier über das Gold Mic und dann in den anderen Raum mit Cakewalk aufgenommen werden. Mittlerweile mache ich das viel einfacher mit meinem kleinen Lavalier-Mikro hier und so einem kleinen Digitalrekorder. Dann bleibt meine Stimme auch bei Bewegungen total stabil. Videoaufnahmen machen wir entweder hier mit dieser Canon Spiegelreflex und einem 50mm Objektiv oder, vor allem wenn ich unterwegs bin, habe ich ein Handy, ein Huawei P40 Pro, macht sehr gute Aufnahmen. Ist das dann alles im Kasten, geht's an Schneiden und Abmischen, aber vorher zeige ich euch noch, wo man hier überall Skripte schreiben kann. Vor allem im Sommer kann man hier draußen auf der Terrasse sehr gut arbeiten, solange einem diese Natur nicht stört. Wenn ich aber meine absolute Ruhe haben möchte, verziehe ich mich in den Proberaum. Donnerstags proben wir hier immer mit unserer Band Töricht. Für die restlichen Tage und vor allem nachts ist dies der ideale Platz, um in Ruhe zu schreiben. Mein Hauptarbeitsplatz ist jedoch im Regieraum. Dort ist alles drin, was ich zum Arbeiten brauche. Auch ist... Hä? Das hängt ja da runter und keiner sagt was. Bleibst du da oben? Auch ist diese akustisch optimiert, so dass man auch schnell mal was vertonen oder aufnehmen kann. Vor allem beim Abmischen möchte ich ja das hören, was aus den Boxen kommt und nicht irgendwelche Reflektionen an den Wänden. Für die Audiobearbeitung haben wir diese Kiste hier, 19 Zoll von Audio Networks und die macht seit 7 Jahren sehr, sehr gute Arbeit. Für alle, die es interessiert, hier die Specs. Neben Cakewalk und dessen Plugins nutzen wir außerdem die Complete 13 von Native Instruments in der Ultimate Edition. Vor allem die Session Guitarist Instrumente haben es mir da komplett angetan. Denn als ich damals mit so circa 15 Jahren mit den ersten MIDI-Sounds gearbeitet habe, hatte ich immer ein Ziel. Ich möchte, dass die Gitarren so realistisch wie möglich klingen. Und es hat irgendwie nicht funktioniert. Dann habe ich später, 2001, mein Yamaha Tyrus bekommen und da waren dann so Sachen wie Slides drin oder irgendwelche Anklick- und Anschlaggeräusche, war aber immer noch nicht so das Richtige und dann habe ich mich immer weiter probiert und dann kamen irgendwann mal diese Session Instruments von Native Instruments und jetzt kann ich endlich Bässe und Gitarren so programmieren, dass sie sich für mich zumindest halbwegs realistisch anhören und für den Standard-Musikkonsumenten sowieso. Wir haben bei Weitem natürlich mehr Plugins, aber viele davon, die man sich zugelegt hat, weil man die ja quasi haben muss, verstauben heute auf der Festplatte. Die Erfahrung habt ihr bestimmt auch schon mal gemacht. Man versteift sich irgendwann auf seine Lieblingsplugins und der Rest bleibt links liegen. Zum Beispiel diese Plugins von Voxengo. Ein Artikel drüber gelesen, für toll befunden und gekauft. Einmal hergenommen und ja, jetzt liegen die nur noch so ganz blöd rum.
deinstallieren? Nee, weil vielleicht kommt es ja dann doch irgendwann mal brauchbar. Tatsächlich nutze ich meistens die Plugins aus dem Cakewalk Pro Channel, wobei ich auch sagen muss, dass ich seit meinem KI-Video auch öfters zu den Isotope-Plugins greife. Vor allem das Unmasking-Tool in Neutrend finde ich ganz hilfreich und für ein schnelles Mastering kann ich mich tatsächlich auf das Ozone-Plugin verlassen. Natürlich nicht komplett automatisch, man muss immer nur ein bisschen manuell eingreifen und seine Erfahrung im Hörbereich nutzen. Für Ein- und Ausgang nutzen wir nur noch das Behringer UMC 1820 zusammen mit dem ADA 8200. Früher war es ein Roland Studio Capture mit 16 Ein- und 10 Ausgängen. Hat sich herausgestellt, dass man so gut wie nie so viele gleichzeitig braucht, außer ich nehme eine komplette Band gleichzeitig auf. Außerdem hat es Roland dann doch immer wieder rumgezickt und ist mitten während den Aufnahmen ausgestiegen. Cakewalk ist dann abgestürzt und um weiterzuarbeiten, musste man den Rechner komplett neu starten. Der Treiber der Studio Captures war nämlich so behindert programmiert und war bis zum Schluss immer nur auf Version 1.0, dass Cakewalk Exe dieser Prozess sich nicht mehr beenden ließ. Einzige Möglichkeit, Studio Capture aus und wieder einschalten. Wenn du Glück hattest, hat sich dann der ASIO-Treiber wiederholt. Meistens musstest du aber Windows komplett neu starten. Und Behringer hat uns ja schon immer gut gefallen. Mit den 1030B Studio-Monitoren sind wir viel glücklicher als zum Beispiel mit den damaligen Neumann KH120. Wesentlich günstiger und wesentlich zuverlässiger. Dieses Roland Studio Capture hat uns außerdem knapp 1000 Euro gekostet und die ganze Verkabelung in den Aufnahmeraum mit seinem ganzen analogen Schnickschnack waren auch noch mehrere tausend Flocken. Da haben wir zumindest einiges gespart, weil wir es selber verlegen und ne, so halbwegs löten konnten. Und an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an den Marcel, der uns beim Löten geholfen hat, wenn es im ganzen Haus mal wieder nach Schweinsbronk gestunken hat, weil wir uns dauernd die Finger beim Löten verbrennt haben. Also hier nochmal vielen lieben Dank. Aber so ganz glücklich waren wir damit den ganzen Tag, weil es hat dann doch immer wieder mit der Analogtechnik was angefangen zu brummen und wir hatten wieder irgendwelche Störsignale und du musstest dann wieder rausfinden, woran liegt es. Liegt es an einer falschen Erdung oder ist wieder irgendein anderes Gerät, das dazwischen funkt. Das war eine ständige Herausforderung. Und dann haben wir irgendwann von diesem Behringer UMC erfahren und da waren wir anfangs überrascht, wie billig das ist für das, was es verspricht. Und siehe da, jetzt haben wir alles voll digital und haben 18 Eingänge und 20 Ausgänge. Jeweils 8 davon befinden sich hier drin mit dem ADA 8200 und statt dem ganzen Kabelgewusel brauchen wir jetzt nur noch 2 Lichtwellenleiter anstatt für jeden Kanal 3 Litzen. Wir haben hier alles selber im Einsatz, was ich in meiner Heimstudio Grundausstattung so präsentiert habe. Ja? Direkt neben der Audio-Workstation steht ein Schreibtisch, der immer unaufgeräumt ist und voller Monitore. Hier wird nicht nur abgemischt, hier wird auch per Switch auf den Office-PC umgeschalten und mit dem wird der ganze Rest erledigt. Buchhaltung, Kundenbetreuung und der Videoschnitt. Dieser PC ist erst ein halbes Jahr alt und hat ungefähr so ähnliche Konfiguration, wie es Megan Senpais Wunsch-PC ist. AMD Ryzen 5 mit 16 GB, 4 TB SSD RAID und eine GeForce RTX 3060. Für den Videoschnitt und Bildbearbeitung nutzen wir noch die Adobe Cloud, aber 60 Euro im Monat sind ziemlich heftig und deswegen wechseln wir gerade, was den Videoschnitt betrifft, auf DaVinci Resolve. Das gibt es erstmal kostenlos und wenn wir damit zufrieden sind, gibt es eine erweiterte Version für einmalig 300 Euro und gut ist. Eine passende Alternative für Photoshop habe ich noch nicht gefunden, aber vielleicht wird es ja GIMP. Schauen wir mal. Immerhin haben wir schon sehr viel gute Erfahrung mit kostenloser Software gemacht. Und da rede ich jetzt nicht nur von Cakewalk. Sämtliche Animationen und Zeichnungen werden in Blender erstellt. Ist ja eigentlich eine 3D-Software, aber die hat auch eine sehr gute Zeichenfunktion und eine Menge Effekte. So eine typische Zeichnung aus unseren Videos entsteht hier am Zeichentablett in Blender und mit ein paar sogenannten Modifiern wird mit wenigen Klicks unser typischer Artstyle erstellt. Ist alles dann fertig geschnitten und exportiert, muss es natürlich bei YouTube hochgeladen werden. Damit sind wir aber dann noch nicht fertig. Erstmal ist der Upload hier bei uns arschlangsam. Wir laden hier mit 2 Mbit hoch, also 0,25 Megabyte pro Sekunde. Und das kann dann schon mal ein paar Stunden dauern, bis ein so ein Video online ist. Deswegen wird es vor dem Upload auch gleich zweimal angesehen.
Und solange die Daten zu YouTube wandern, gibt es natürlich noch genügend andere Sachen zu tun. Noch bevor gedreht wurde, machen wir uns Gedanken über die Beschreibung und das Thumbnail. Und den Titel natürlich. Die kann ich im Upload-Fenster gleich angeben und auch gleich passende Infokarten, Endcut und Tags eingeben. Auch kopiere ich mir gleich den Videolink und den HTML-Block zum Einbinden auf unsere Homepage labern.de. Da geht's als nächstes hin. Dort wird ein passender Blog-Eintrag erstellt und dieser wird so geplant, dass er kurz nach dem Erscheinen des Videos online geht. Ist alles fertig geplant und die Veröffentlichung ist durch, sind wir aber dann immer noch nicht fertig. Auch danach können wir immer wieder nachbessern. Zum Beispiel nutzen wir dabei die YouTube-Statistiken, um bei den Thumbnails und Titeln nachzubessern. Manchmal kommen Thumbnails nicht so an, wie wir es uns gedacht haben, auch mit dem Titel. Und da können wir immer wieder nachbessern anhand der Watchtime. Und eure ganzen Kommentare wollen ja auch noch beantwortet werden. Und natürlich möchten wir auch euer Feedback auswerten. Das Ganze versuche ich dann auch immer so nebenbei per Instagram-Stories festzuhalten. Aber irgendwie hält mich das dann immer doch zu sehr auf und dann mache ich mir wieder zu viel Gedanken, wie dieses Video wirkt und wie ich es drehen soll, aus welchen Winkeln und so. Und dann lasse ich es lieber und konzentriere mich auf das Wesentliche. Nämlich zum einen auf die Arbeit im Studio und dann natürlich diesen YouTube-Kanal hier. Die Tausender-Marke zu erreichen war ein aufregender Weg und ohne euch wäre das überhaupt nie möglich gewesen. Und deshalb haben wir für euch jetzt heute ein paar Sachen, die ihr gewinnen könnt. Dieses schicke T-Shirt ist total einzigartig, gibt es nur einmal auf diesem Planeten und bei Bedarf signiere ich das euch und trage es auf ein paar Tage, wenn ihr wollt. Außerdem eine Melodyne in der Essential-Version, mit dem ihr eure Vocals spielend gleich bearbeiten und korrigieren könnt. Funktioniert mit Cakewalk und Ara super mega geil. Und wie könnt ihr jetzt nun eins davon gewinnen? Ganz einfach, schreibt mir bis 30. Juli in die Kommentare bei diesem Video, wie oft eure Liebe aus der Kommentarspalte in diesem Video eingeblendet wurde. Inklusive dem hier. Unter den richtigen Antworten verlosen wir dann einen dieser Preise. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen Pause und wir sehen uns dann im August wieder mit neuen Videos. Und ich sage wieder einmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bussi aufs Bauchi, Bärli und Servus.